can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Wir machen uns direkt wieder auf den Weg. Ich war bloß nochmal schnell Inventar leeren, hab wieder alles voll ungeordnet hier vorne in die Kisten reingeschmissen. So wie ihr mich kennt, und hab mich nochmal schlafen gelegt, dass wir hier an einem neuen schönen Tag komplett ausgeruht starten können. Drückt alle mal die Daumen da draußen, dass wir heute ein bisschen Teer finden. Denn wir haben heute Samstag und Samstagabends habe ich meistens Zeit, um hier mal ein bisschen weiter zu basteln. Ich habe voll Bock, die Inneneinrichtungen alles zu machen. Aber vorher muss natürlich erstmal das Dach stehen. So, guckt mal, genau hier sind wir rausgekommen. Ich würde sagen, wir lassen das Portal auch hier stehen. Oder wollen wir es direkt mit zu den Teergruben nehmen? Wie macht man es denn am dümmsten? Ne, komm, wir nehmen es mit. Jetzt, wo ich die Möwe gesehen habe. Ach, Mann, ist mir lange nicht passiert. Ist mir wirklich lange nicht passiert. Aber irgendwann kommt es dann doch mal wieder. Jetzt, wo ich die Möwe gerade gesehen habe, fiel mir ein, dass der gute Hugin schon lange nicht mehr am Start war. Finde ich ein bisschen schade. Am Anfang war er doch öfter mal da. Ich hätte mich gefreut, ihn mal wiederzusehen. Ach, guck mal, hier liegt noch ein bisschen Schwarzmetall rum. Ja, also Daumen drücken, ein bisschen Teer finden, dann kann ich heute Abend etwas weiter basteln, weil ich habe echt Bock, dass wir das Haus endlich ordentlich einrichten können. Komplettes Dorf. Mit so einem Riesenvieh. Ich würde mich ja drüber freuen, aber ich bin gerade echt nicht auf Dorfsuche. Da hinten haben wir noch ein Loxi. Nee, wir sind wirklich auf der Suche nach Teer. Das machen wir jetzt auch. Ich meine, Flachs haben wir mittlerweile genug. Also, ja, was heißt genug? Kann immer noch mehr werden. Hauptsache, wir locken jetzt hier keinen Loks an. Das wäre richtig scheiße. Ja, kann immer noch mehr werden, gar keine Frage. Wir können es ja anbauen. Ich muss mir jetzt nicht den Stress machen, hier so ein ganzes Dorf hinzurichten. Das ist halt doch immer irgendwie ganz schön viel Arbeit. Und vor allem auch gar nicht so ungefährlich. Boah, bitte lasst uns, bitte lasst uns eine Teergrube finden. Und vielleicht auch noch so eine geile, ergiebige wie die letzte. Das wäre sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber es scheint doch erstmal eine große Insel hier zu sein. Und vor allem, oh, schaut euch das mal an. Nur Birken. Oh, wie geil ist denn das? Egal, wo du hinguckst, alles voller Birken. Boah, ist das geil. Zack, hier, Birken. Jetzt weiß ich, wo wir das nächste Edelholz herkriegen. Ach, guck doch mal, es hört gar nicht auf. Alter Schwede. Boah, das haben wir echt gut brauchen können. Da kann ich hier demnächst mal den Edelholzbestand wieder ein bisschen auffüllen. Geil. Schön, geht schon mal gut los. Jetzt noch eine Teergrube, dann bin ich happy. Hör schon wieder irgendwelche Goblins. Ist das eine? Jawohl, wir haben sie. Ah, die läuft schon so ein bisschen aus. Wir waren hier ja definitiv noch nicht. Na, nur ein kleines bisschen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nadelfeile sind am Start. 4 Teerplops, wie es aussieht. Düsterplops. Entschuldigung. Bam, one hit. Ja, die Nadelfeile kicken doch schon noch mal ein bisschen mehr rein. Aber wir müssen echt aufpassen. Eigentlich hätte ich gern wieder so einen Stein, aber hier ist gerade nicht viel in der Nähe. Wir müssen einfach nur die Ausdauer im Blick behalten, dass wir immer ein bisschen wegrennen können. Mehr muss es eigentlich gar nicht sein. Ah, jawohl, der Goblin geht hin. Hau dem mal ein paar aufs Maul. Jawohl, perfekt. Guter Zeitpunkt. Da hinten ist noch einer, der hat uns aber irgendwie noch nicht so viel vollgenommen. Ach, schade. Wäre ein geiler Hit geworden. So schön im Springen. Zack. Hä? Hab ich denn den vorbeigeschossen, bitte? Ach, geh weg mit deinem Zeug. Man darf halt, man muss halt wirklich, man darf sich nicht treffen lassen. Und man muss ein bisschen auf die Ausdauer gucken. Ah. Weil wenn du hier einmal eingeteert bist, hast du echt Schwierigkeiten mit den guten Düsterblobs. So, zack. Ihr lasst doch auch immer ein bisschen Teer fallen. Da vorne liegt noch eins. Und der eine Geister da hinten noch rum. Wenn wir den aber schön überrascht treffen,
dann sollte der One-Hit sein. Ach, du Spinner. Hä? Ja, und jetzt hat er uns gesehen, ne? Ja, natürlich. Ach, Manu. Ein bisschen doof gelaufen gerade. Und kommt der letzte. Zack, da haben wir ihn. Easy. Lief da wirklich mal ganz gut heute. Jetzt drückt bloß nochmal die Daumen. Ich bitte euch heute sehr oft darum. Okay. Geil. Das sieht doch nach einer ganzen Menge aus. Haha, schön. So, Spitzhacke in die Hand. Abflussgraben. Schön tief diesmal. Ich würde es gerne mal schaffen, dass wir dann wirklich mit einmal gleich alles wegkriegen. Und ich nicht jedes Mal noch nacharbeiten muss. Das wäre halt wirklich das Geilste. Aber wir sind jetzt leider schon im Teer. Schade. Aber was soll's. So. Ich bin heute einfach richtig gut gelaunt. Ich weiß nicht, ob es das Wetter ist. Also hier zumindest kam heute mal ein bisschen Sonne raus oder kommt. Wir haben es jetzt gerade Mittag. Vögelchen sind am Zwitschern draußen. Ach, es wird langsam. Also ein bisschen Frühlingsgefühle, sagen wir es mal so. Ah, Warum ist denn jetzt hier schon so viel Teer? Ist doch kacke. Nee, ach, jetzt ziehe ich den Gürtel wieder aus. Ja, weiß auch nicht. Ich habe echt einfach mega gute Laune heute. Und wenn wir jetzt hier noch ordentlich was an Teer rankriegen, dann wird die noch besser. Wir sind schon relativ tief. Würde ich mal behaupten. Ist halt die Frage, wie viel Teer jetzt hier drin ist, ob das da noch ordentlich abfließt, aber ich würde mal sagen, wir haben hier eigentlich schon eine ganz gute Grube geschaffen, um die andere Grube zu leeren. Mal gucken, ob es reicht. Ach Gott. Zuerst mal gucken, ob wir überhaupt wieder rauskommen. ja, klappt. Aber wir sind schon echt tief. Komm, das muss passen. Mann, warum drücke ich denn immer die 7? Ah, ich glaube, so machen wir uns mehr Arbeit. Eigentlich müssen wir nur hier unten stehen. Ja. Oh Gott, gleich kommt's. Bam. Na, wir müssen hier nochmal nacharbeiten. Komm, fließ ab. Wie du noch nie abgeflossen bist. Los. Ah, hier ist immer noch eine Kante drin. Jetzt. Bisschen warten, aber das sieht schon mal gut aus. Ach, schön. Irgendwie feiere ich das, den Teer zu sammeln. Die Düsterblobs sind ein bisschen kacke. Aber trotzdem finde ich irgendwie die Mechanik dahinter, so ein bisschen Grube schaufeln, abfließen lassen, finde ich irgendwie ganz geil gemacht. So, 4 Stück habe ich mehr von erhofft. Wieder nur 4, schade. Och nö, jetzt sag nicht, dass hier nicht so ein riesen Ding drin ist. Das wäre äußerst schlechte. 3 Stück, 1 hat sich wieder eingeteert. Aber es fließt noch. Ah, der Haufen da hinten, das könnte ein großer sein. Na, doch ein bisschen mager. Ah, vielleicht kommt noch einer zum Vorschein. Wir gucken mal. So, komm, jetzt hau hier mal noch ein bisschen mehr Teer raus. Den kriegen wir jetzt auch. Reicht immer noch nicht, ne? Ja gut, es ist halt relativ tief. Relativ tief. Zum dritten Mal gesagt heute. Ich weiß nicht, ob es reicht, wenn wir das einfach ein bisschen erweitern. Dass das noch weiter fließen kann. Wäre natürlich schön, wenn wir es einfach ein bisschen verlängern. Und das war's schon. Jetzt sind wir natürlich wieder schön eingeteert. Mutti, ich habe mir eingeteert. So. Oh Gott. Oh, wir kriegen sogar Schaden. Ach, jetzt lass mich doch mal hier raus. Hm.
machen es jetzt doch nochmal anders. Wir machen jetzt erst hier drüben noch eine kleine Grube. Aber da muss schon noch ein bisschen was rausspringen. Sag mal, so 100 Teer hätte ich schon gerne gehabt. Ich meine, wenn wir jetzt hier vielleicht 40 oder so rauskriegen, bin ich auch erstmal happy. Da kommen wir definitiv noch ein Stück weit. Weiter damit. Aber ein bisschen was könnte schon noch. Wenn Odin auf unserer Seite ist. Aber ich sag mal so, das Gebiet hier wird bestimmt noch groß. Also ich sehe zumindest noch kein Ende. Wir haben mega viel Birke. Wir haben hoffentlich auch noch ein paar Teergruben. Und noch ein Dorf. Eigentlich ziemlich geil, so alles in allem. So, zack. Und jetzt schnell weg, bevor mich das hier anteert. So viel zum Thema. Hier müssen wir noch ein bisschen Abhilfe schaffen. So, zack. 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 Komm schon. Und jetzt, hau ruck. Jawohl, jetzt muss es doch fließen. Immer noch nicht. Ordentlich. Hier ist noch eine Kante drin. Nee, das, so geht das nicht. So wird das nix. Komm schon, hau die Kante hier raus. Guck mal, jetzt. Ja, es fließt ab, aber es reicht noch nicht. So, wir schauen mal, was hier vorne sich getan hat. Ach so, deswegen fließt ja nichts mehr ab. Ja, macht auch Sinn. Tut mir leid. So, komm. Ah, ein großer ist noch am Start auf jeden Fall. Ja, das wird noch ein bisschen was. Schön. Oh Gott, der ist ja riesig. Zack, zack, zack. Jawohl, den wollte ich haben. 15 Stück. Ah, und hier auch noch. Jawohl, 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 jawohl. Okay, perfekt. Damit haben wir es. Und hier ist auch noch ein großer. Bam, schön. Da haben wir schon mal wieder 79 Stück. Ah, dieser letzte kleine Fussel dann immer noch, ne? Das frisst auch schon wieder eine Menge an Spitzhacke. Wir wollten die auch schon längst mal noch nach oben bringen. Man braucht halt einfach so viel Materialien. Das ist der Wahnsinn, ey. Komm, jetzt gib das Ding mal her. Jetzt, ja, hat geklappt. Und hier, jetzt lass mal den Rest mal bitte noch abfließen. Kommt hier noch ein großer? Könnte. Der hier? Ja, ach, oh, schön. Schön. So muss das sein. Zack. Ah, da haben wir bestimmt über 100 Stück. Warum ist denn jetzt hier so ein Nebel in dem Ding drin? Komm, gib mir mal das hier noch. Mann, dieser Nebel nervt mich. Ich sehe nichts. Komm, jetzt fließt halt noch ein bisschen nach hier drüben ab. Jetzt vielleicht? Ja, irgendwie, wir machen es noch tiefer. Verdammt. Ich dachte, wenn ich es einfach noch ein bisschen Gott, dieser Nebel, ey, das ist echt ein bisschen komisch hier. So, das Spiel hat irgendwie nicht gecheckt, dass hier eine Grube ist. Oder keine Ahnung was. So, komm, ich will das hier noch haben. Wir sind jetzt schon bei 106. Ach, schön. Okay, das reicht auf jeden Fall fürs Dach. Nein, die Spitzhacke ist zerbrochen. Aber es hat noch gereicht. Nochmal 4. Ja, gut, okay. Auf die 2 Stück müssen wir verzichten. Wir können uns hier aber noch trotzdem nochmal die Grube markieren. Dann gehen wir später nochmal hin. Inventar ist sowieso fast voll. So, jetzt muss ich mal gucken. Boot ist... Ach nee, Boot brauchen wir doch gar nicht. So, zack. Cool, nehmen wir erstmal mit nach Hause und gucken mal, was wir da noch Schönes machen. Besser hätte es doch nicht laufen können, oder? 110 Teer. Geil. Ohne Ende Birken, das wird auch schön, weil Edelholz ist wie immer Mangelware. Und hoffentlich kriegen wir da auch noch ein paar Samen mit raus, weil ich würde mir auch ganz gerne wieder einen Birkenwald hier vor der Basis anlegen wollen. Schön, schön. Geil. Da kann ich heute Abend weiterarbeiten und wir gucken dann mal nächste Folge, wie es hier aussieht.
Ich habe auch überlegt, ich würde hier die Eingänge dann mal wieder mit euch zusammen machen. Ich meine, jetzt Dach haben wir ein kleines Stück zusammen gemacht. Der Rest ist halt alles immer nur dieselbe Arbeit. Aber ich denke mal, die Eingänge können wir auf jeden Fall erstmal wieder zusammenbasteln. In eine Richtung wollte ich ja auch mit euch zusammen machen. Ja, mit Twitch weiß ich aktuell noch nicht. Also, ich habe es definitiv noch vor. Gar keine Frage, aber ich muss aktuell mal ein bisschen gucken, was die Zeit hergibt, wann ich mal dazu komme. Von daher, sorry dafür, aber dauert noch ein bisschen. Wir können eigentlich mal gucken. Wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen... Wie sieht's denn aus? Viertelstunde ist rum. Ein richtiges Kackwetter. Na nee, das Dach mache ich ohne euch. Das bringt nichts. Ich will euch jetzt echt nicht langweilen damit. So, guck mal, was hat man hier? Ein Teer hatten wir noch. Zack, das ganze Zeug noch mit rein. Perfekt. Schon wieder Unwetter ohne Ende. Jetzt lasst mich mal kurz gucken. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Haben wir noch Eisen? Hier ist noch Kohle drin. Hier ist auch noch Kohle drin. Also hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Das war alles nur Zinn. Wir haben schon wieder alles Eisen verbrutzelt, ne? 7 Eisen haben wir noch. Ich will jetzt mit euch gerne mal nach der Spitzhacke gucken. Also Frostner können wir noch... Ah, Frostner hat... Ey! Frostner hat Silber gekostet. Deswegen haben wir den erst auf der 2. Eisenspitzhacke. 10 Eisen. Ach Mann. Schade. Teurer Spaß. Schwarzmetallschild. Schwarzmetallschild können wir noch hochkriegen. Edelholz sollte man ein bisschen was haben. Schwarzmetall auch. Und es war, glaube ich, Kette noch, ne? Jetzt lass mich mal gucken. Wie viel Schwarzmetall hat denn der Spaß gekostet? Das habe ich mir nicht gemerkt. So, komm her damit. 4 Stück, ja, kriegen wir hin. Ketten haben wir auf jeden Fall noch. Und Edelholz. Nee, hier oben. Ach nein, wirklich jetzt? Nee, stimmt. Ich war mal ein bisschen welches sammeln. Boah, hier ist aber auch Unwetter, Alter. Schwede, was ist denn hier los? Ja, Edelholz war ich ein bisschen was sammeln, aber das war schon wieder leer. Aber guck mal, hier vorne stehen 2 Birken. Komm, wir fixen das mal noch nach oben. Dann würde ich sagen, gucken wir in den nächsten Folgen nochmal, dass wir ein bisschen Eisen und vor allem auch mal wieder Silber sammeln. Dass wir den ganzen Spaß noch hochkriegen, weil ich will wirklich absolut voll gemaxt mit allem möglichen Scheiß zum letzten Boss gehen. Ist gut. Ja, Eisen brauchen wir sowieso noch ohne Ende. Also werden wir definitiv nochmal in den Sumpf gehen, vielleicht der nächste Folge. Ein bisschen Eisen sammeln, mal gucken, ob noch eine Monstrosität am Start ist, dass wir die Wurzelrüstung noch vollständig kriegen. Und Loxi Moxi würde ich gerne irgendwann mal gezähmt haben. Ja, dann können wir mit Eisen und, ach so, ja, Gebirge auch noch. Und dann können wir das alles noch ein bisschen nach oben bringen. Wie viele haben wir denn jetzt? 12 Stück hätte wahrscheinlich schon gereicht, aber naja. Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. So, zack, her damit. Ach, die Ausdauer, ey. Und du genauso. Geh weg. Wie viel haben wir denn jetzt? 16 Stück? Und schon wieder... Irgendwie gefühlt wird das zurzeit häufiger. So, 25, das reicht. Guck mal, hier haben wir bestimmt auch noch... Na, normales Holz. Okay. Ja, ich denke, das ist doch ein Plan, ne? Dann bastle ich heute Abend ein bisschen an dem Dach weiter für euch. Oder für mich auch. Wie auch immer. Und... Junge, Junge, Junge. Geht's hier ab. Ja, bastle ein bisschen am Dach weiter. Dann können wir mal gucken, dass wir in den nächsten Folgen Silber und Eisen sammeln. Und vielleicht die Eingänge hier noch zusammenbauen. So, ich hätte gerne Schwarzmetallschild 1 höher. Zack. Sehr schön. Kostet dann 8 Schwarzmetall, 20 Edelholz. Kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Kriegen wir nicht mehr hin. Komm, wir hauen uns mal pennen. Es ist irgendwie auch ganz schön laut mit dem Sturm auf den Ohren. Ich weiß gar nicht, warum es hier überall reintropft. Und wir müssen warten. Nass geht's nicht ins Bett, mein Freund. Das machen wir auf gar keinen Fall. So.
Es wird wahrscheinlich wieder nicht viel am Wetter ändern, ne? Boah, hört mal, ne? Als würdest du im tropischen Regenwald liegen. Naja, gut, doch, es regnet zumindest nicht mehr, oder? Ja, ein bisschen besser ist es geworden. Das ist okay. Wir machen mal fix noch Inventar leer und gehen nochmal nach Loxi gucken. Ich würde dann gleich mal gucken wegen Gerste und alles, was wir da haben. Das wurde ja alles schön abgeerntet von unseren Lox-Freunden. Was mache ich denn hier oben? Ja, hier ist auch... Ich hatte auch einen Kommentar dazu. Danke, dass du mich nochmal dran erinnert hast. Aber wir müssen hier wirklich mal wieder die Fackeln anhauen. Und eigentlich müssen wir auch mal noch ein bisschen mehr hier reinbasteln. Es ist einfach ständig zu dunkel. Und wir müssen langsam wirklich mal noch ein bisschen mehr nach Harz gucken. So viel haben wir nicht mehr. So, jetzt haben wir es. Also, Edelholz. Normales Holz. Moltebeeren haben wir hier drüben, beziehungsweise Brechbeeren. Was haben wir noch? Kette, Nadel, okay. Nadel. Münzen. Kette. Und hier haben wir noch so ein bisschen was davon. So. Stein ist, glaube ich, komplett... Nee. Doch, nicht komplett. Und Auge. Jetzt haben wir noch Moltebeeren. Ich glaube nicht. Doch. Doch, doch, stimmt. Wir hatten welche gesammelt. Und dann gehen wir mal noch ein bisschen nach Loxi gucken. Ach, geil. Freut mich. So viel Teer ohne Scheiß. Perfekt. So, ebene Basis. Da wollen wir hin. Mal gucken, ob wir gleich wieder völlig attackiert werden von drei absolut aggressiven Loxen. Da hinten ist wieder so ein Fackeltyp. Und ein Lox ist auf jeden Fall auch am Start, aber das ist eigentlich nicht unser. Nee, genau. Das hier ist unsere Loxi. Ich frag mich, was ich denen getan habe. Ah, nicht so laut sein, bitte. Wir müssen halt sehr nah ran, um den Status genau zu sehen, aber es wird eh noch nicht reichen. Guck mal, was zu essen. Oh nein, sie hat uns mitbekommen. Du sollst doch essen. Iss. Guck mal, da liegt was. Ja, feine Loxi. Stark. Schön. Ich dachte schon, das wird jetzt wieder ewig lange wegrennen. Ah, die nerven mich. Wollen wir die mal besiegen? Aber ich habe keinen Knochenwanst am Start. Und nur 107 Leben gegen Loxi. Und ich, ja, ich sag mal so, ich weiß halt nicht, inwiefern hier Gerste wieder verschwindet, weil ich würde mal sagen, wir hatten mehr gepflanzt, als hier rumliegt. Deswegen nervt mich die gute Loxi da hinten. Komm, wir hauen die weg. Eigentlich wäre auch ein zweites schönen Zwecks Liebe machen. Also nicht ich mit Loxi, sondern zwei Gezähmte. Wenn die gerade schon in der Nähe sind, ja, nee, eigentlich müssen wir sie leben lassen. Wir müssen damit leben, dass wir sie leben lassen. Anders geht's leider nicht. Aber wenn wir die dann irgendwann mal noch zähmen können, kriegen wir halt richtig schön viel Loxfleisch und das brauchen wir eigentlich. Ist halt nur die Frage, wie wir das dann machen. Weil wenn wir denen jetzt ein Gehege bauen, dann kann ich ja nicht reingehen und im Gehege anfangen, den Loxi kaputt zu hauen. Da wird ja nichts, also... Man muss da eh gucken, man braucht Steinmauern oder muss irgendwie eine Grube buddeln oder sowas. Das habe ich schon mal gelesen, weil Holzdinger machen die natürlich im Nu kaputt. Das ist halt die Frage, wie wir die dann am besten töten. Na, ich will nicht so nah ran. Bei den Wildschweinen war halt easy, bist halt rein, hast einfach mal zweimal zugeschlagen, aber das wird mit den Loxis natürlich nichts. Oder wir zähmen sie halt doch nicht, also holen uns nur die eine hier. Und gucken halt, wenn wir in den Ebenen unterwegs sind, dass wir uns immer mal wieder eins schlachten. Ja, mal gucken. Bin mir noch nicht ganz sicher. Lasst mal hier noch ein bisschen Zeit verdrödeln. Wir müssen ja in der Nähe bleiben, sonst wird die ja nicht gezähmt. Dann können wir hier wieder ein bisschen Flachs anbauen. Dich hole ich mir jetzt. Ah nein, bleib stehen, bleib stehen. Ah, schade. Bleibt auch stehen, hätte ich mal drauf gehört. Oh nee, hat nicht gereicht.
Immer noch nicht. In Stufe 1. Jetzt aber. Können wir das dann alles noch ins Spinnrad packen und so. Brauchen wir ja auch alles für die gepolsterten Rüstungen. Vor allem brauchen wir halt Eisen ohne Ende, ne? Aber ich bin mal gespannt, was das neue Ebenengebiet noch alles mit sich bringt. Sah halt wirklich groß aus. Also werden wir da bestimmt noch ein paar coole Sachen finden. Ah, ich habe den Flug nicht bei, ne? Natürlich habe ich den nicht. Aber alter Schwede, 130 Flachs. Es ist halt die Frage, wie kriegen wir denn am besten raus, ob Loxi schon lieb ist oder nicht. Selbst wenn wir uns ranschleichen, ist die irgendwann, hört die uns. Aber wir müssen halt ganz nah ran, sonst sehen wir den Zähm-Status nicht. Ich würde ihn aber gern mal wissen. Wir nehmen hier noch ein paar Moltebeeren mit und probieren es einfach mal mit ranschleichen. Nur, dass ich mir so ungefähr mal ein Bild machen kann, wie lange der Spaß noch dauern wird. Ah nein, jetzt kein... Ah, geh weg, geh weg. Es wird spannend. Loks. Nein, ich komme hier nicht hoch. Wie doof. 60% akklimatisiert sich, okay. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Dann hauen wir hier noch ein paar Moltebeeren mit hin. Wenn wir schon mal so nah dran sind. Direkt neben den Sträuchern. Aber unsere sind natürlich viel schöner. Gut, dann dauert es ja gar nicht mehr so lange. Ist ja auch nicht verkehrt. Schön, freut mich. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich bastle heute Abend ein bisschen Dach weiter. Und dann gucken wir mal nächste Folge, wie weit ich gekommen bin. Und machen uns mal wieder den Sumpf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Übermorgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.